Moin, moin. It's clean. Genau, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde und wir sind am Türmchen bauen. Ja, so ein bisschen. Verrat's doch einfach. Nee, nicht zeigen, nicht zeigen, nicht zeigen. Machen wir, wenn es fertig ist. Okay. Bisschen auf die Folter spannen, die Leute. Wir wollen auf Marienkäferjagd gehen. Ich habe nochmal geguckt, wo es Marienkäferchen gibt. Und es steht in der Nähe der Eiche und in der Nähe vom Wasser. Also würde ich sagen, gehen wir zur großen Eiche. Ja, können wir machen. Wo sind die Eiche? Da ist die Eiche. Warte, ich will noch kurz was trinken. The water filtration tablets needed. Immer genug trinken und essen. Ist der Arschlochkäfer hier? Ich sehe ihn gerade nicht. Lass mal einmal um den Haus gehen. Ich will den Tod haben. Damit man hier in Ruhe, da hinten läuft immer eine Spinne. Damit man hier in Ruhe quasi immer arbeiten kann. Da ist der Arschlochkäfer. Ah, cool. Der muss sterben. Nicht heilen. Oh, keine Ausdauer mehr. Doch. Fantastisch. Er ist tot. Gratispfeile. Mist, jetzt wollte ich eigentlich gleich hochgehen und was machen, aber ich bring mal kurz die Teile weg. Bring mal die Teile weg. Ah ja, Mathilde hat mir auch einen neuen Bogen gebastelt. Ja, ich habe Heinrich einen neuen Bogen gebastelt. Jetzt haben wir beide einen Insektenbogen. Ja. Ach, der gab ja keinen Kopf, dieses Arschloch. So ein Wichser. Entschuldigung, wenn ich so leichte Ausdrücke benutze. Arschkrampenwichser. Wollen wir gleich links die Spinne töten, wenn wir hier oben sind? Ja. Hüpf, hüpf, hüpf und zack. Da oben ist eine Ameise, cool. Ja, ich bin runtergefallen. Dann warte ich noch mal eine Runde. Muss ich jetzt voll an der Spinne vorbei? Miep, miep. Ah, Sonnenlicht. So. Dann. Ey! Linkes Scheißvieh. Feigling. Geh, die Pfeile gehen ins Wasser. Der Bogen ist so geil. Ja, der ist super geil. Juhu! Man braucht keine 100 Pfeile mehr. Ameise, soll ich dich töten, damit du hier wieder runterkommst? Ah, die Pfeile. Meine Pfeile. Da kommst du her. Ups. Wasserpfeile. Ich will nicht trinken. Pfeil. Mist, wie komme ich hier wieder raus? So, Menschen, Arschloch, Käfer und... Was ist das denn? Ist das neu? Das ist neu. Das kenne ich nicht. Hier waren wir doch schon in der Ecke. Ja. Cool. Videogame oder sowas, ne? Ja, Frankenstein. Weil, ein Punkt, der hat ja Batterie, ne? Der ist ja an. Warte mal, kann ich hier... Du bewegst den? Ja. Der Pfeil ist nach oben gegangen. Cool, du kannst damit zeichnen. Warte mal, dann kannst du hier wahrscheinlich links und rechts drehen. Ja, wahrscheinlich. Ah, man sieht das geil. Richtig.
Du musst hoch und ich muss nach rechts oder links, ja? Ach, das geht auch cool. Wenn wir zeitgleich arbeiten. Und wie lösche ich? Warte. Ich habe eine Idee. Ach nee, Sepp Color heißt das hier. Geil. Was wollen wir denn zeichnen? Ich hab keine Ahnung. H&M oder? Kann man ein einfaches zeichnen? Einfach nur ein H für einen Heinrich? Wir brauchen ein Logo. Ein Branding brauchen wir. Aber ein einfaches zu zeichnen. Ja, aber so allgemein für mich, für unser, für meinen Kanal. Braucht man ein Heinrich-Branding. Okay, warte mal. Ja. Nein, falsche Seite. War Absicht. Ja, mal guck zurück. Genau. Okay. So, warte, und dann machen wir da drunter. Ach, scheiße, wir können. Ah. Da hier, also sozusagen jetzt so schräg hoch noch ein M sozusagen unter das H machen. Oder warte mal. Ja. So von hier bis zur Mitte nach unten. Genau, links. Wir können das als Hilfskante benutzen. Okay. Da muss ich nach links und du musst runter, ne? Genau. 3, 2, 1. Oh ne, falsch rum. Falsch Och, rum. Heinrich. Das war diese Richtung. Thomas, was du? Wir müssen neu anfangen. Och. Bleib stehen, ich mache das weg. Genau, geh an einen schönen Punkt. Das ist Seitenverkehr. Das ist voll doof. Muss da runterkommen, sonst kann ich nicht löschen. Ah. Mach nochmal. Alter, du bist ja jetzt ganz am Rand, das ist ja doof. Komm mal ein bisschen mittiger. Dann vielleicht nicht genau in die so? Mitte. Mich würde interessieren, ob das Symbol dann auch bleibt, was wir zeichnen. Okay. Machen wir erstmal das Haar. So. So. Schönes großes Haar. Ja. Okay. So, warte mal. Trau mich jetzt nicht. Das ist richtig. Aber wir müssen ein bisschen so seitlich, finde ich. Und dann so und zurück. So, du bist dran. Okay, geh nochmal auf die Mittellinie. Ich will mal gucken, was ich dann. Wir wollen ja nach unten links dann, ja? Ja. Gut. Kannst du einen Tuck runtergehen, damit du auch genau auf der Linie bist? Okay, jetzt weiß ich, was ich brauche. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay. Und jetzt wieder hoch? Ja. 1, 2, 3. Okay, und jetzt wieder runter? Oder gerade runter. Okay. Weil du kein 1, 2, 3 gesagt hast. Achso, ja, du hast gesagt runter, deswegen dachte ich halt nur runter. So, jetzt müssen wir nur wieder auf die andere Position kommen. Auf welche? Ja, wir haben ja kein M. Natürlich ist das ein M, siehst du das? Ja, nicht? Mit der anderen Linie. Man hätte jetzt auch die andere Linie so versetzen können. Aber gut, dann lassen warte wir mal das ganz so. Kurz. Nein, ich lassen wir das ich, so. Ich probiere da mal auf die andere Seite zu kommen. So, warte, ich gehe mal da hoch. So, jetzt kannst du nach rechts. So, und jetzt da runter. Also, es sieht irgendwie aus wie ein verkackter Stuhl.
Ja, mein Gott. Jetzt lebt damit. Jetzt lassen wir das mal so und mal gucken, ob wir, wenn wir die nächste Folge gestartet haben, das heißt, wir beenden die Spiele, speichern und wenn wir das nächste Mal geladen haben, gucken wir mal, ob wir das Symbol da immer noch haben. So, wollen wir hier einfach mal um den See rumlaufen? Ich weiß, da hinten sind Stinkekäfer, aber vielleicht finden wir hier ja noch einen Marienkäfer schon. Vogel! Wenn wir hier einmal rumlaufen. Vogel! Ja, können wir machen. Bei den Käferchen wollen wir ja gerade gar nicht. Nee. Na, an denen laufen wir mal ganz geflissentlich vorbei, da, dieses Stinkekäferparty. Mit denen hatten wir ja auch schon mal unseren Spaß. Ja, darum, ich kann mich an das Ding da überhaupt nicht erinnern, das muss neu sein. Gar nicht. Das ist schön, dann, dass sie neue Elemente ins Spiel bringen. Das freut mich. Ja. Hallo, Maisi. Den Garten schön ausbauen. Oh, guck mal, da hinten ist voll das schöne Blumenbeet. Ich weiß, da waren wir doch auch mal. Nee, ich weiß nicht, ob wir mal komplett hier rumgelaufen sind. Doch, bin ich der Meinung. Oder wir hatten keinen Bock mehr. Ich meine, die Map muss ja nicht größer werden, aber es ist halt, wir müssen es mehr mit Leben füllen, finde ich. Ja. So wie so das Ding, was wir gerade hatten. Oh, guck mal, hier gibt's Nektar. Lecker, lecker. Den kann man bestimmt auch sehr gut benutzen, um irgendwie schöne Smoothies zu machen. Deswegen nehme ich den mal mit. Ja, hier lag auch noch was. Hier lag viel Nektar. Liegt auch noch Nektar. Ja, hier. Ich glaube, sowas haben wir auch gar nicht mehr zu Hause rumliegen, ne? Nektar nicht so viel, nee. Blüten lasse ich mal liegen. Ja. Boah, mein Hals. Ich habe kein Corona, keine Angst. Das kommt nur vom vielen Labern und nichts trinken. Aha, du hast was getötet. Ich hab's genau gehört. Ja, das war eine Laus, die konnte einfach nicht mehr... Die ist hier über die Leber gelaufen. Nee, die ist zwar gegangen, konnte aber nicht weitergehen. Das sind ganz viele Läuse. Die hingen. Also ich glaube zwar nicht mehr, dass wir hier einen Marienkäfer treffen, aber ich finde den Weg gerade trotzdem ganz nett. Ja. Hier sind echt viele Läuse, also wenn wir mal hier brauchen, ne? Ja, brauchen. Bin mal gespannt, ob irgendwann mal so Fische kommen oder so. Die Frage ist, ob die bis nach Hause noch so gut sind. Ja, das ist was anderes. Ich jag jetzt mal keine mehr. Fischi? Guck mal hier, da auch. So Piranha. Was du da? Ich dachte eigentlich eher so an Goldfische. Ich wollte mal reingucken. Ach scheiße, jetzt komme ich hier ja nicht mehr raus, ne? Doch, hier. Nee, ich komme nicht mehr hoch hier. Fuck, ey. Musst du auf die andere Seite schwimmen. Nerv. Man kann jetzt so doof aus dem Wasser rausgucken. Weil das hier mit den Steinen, finde ich, hier ist gerade lahm. Ah, ich komm raus, guck mal. Ja, hier ist eh nichts mehr, hier sind ja nur Kacksteine. Ah! Ich glaube jetzt hier einfach mal lang, um hier lang gelaufen zu sein, aber hier sind nur Kacksteine. Okay, dann schwimme ich irgendwie auf die andere Seite mal. Ich finde das so doof, dass man kaum aus dem Wasser rausgucken kann. Ja, ich werde dann Richtung Safthütte gehen. Ne, hier ist nichts mehr. Hier sind einfach nur Steine. Hier könnte man irgendwas Tolles bauen später. Aber sie geben sich auch Mühe mit Unterwasserpflanzen, ne? Ja, ja, deswegen. Vielleicht kann man hier später irgendwas Cooles abbauen. Da unter Wasser liegt auch irgendwas, sehe ich gerade. Da gibt es bestimmt irgendwann eine Atemmaske. Bestimmt. Vielleicht auch ein Unterwasserlabor. Vielleicht auch unter Wasser milden. Wasserflöhe gibt's ja schon. Aber keine Milben. Nee, ich sagte ja ab und Wasserflöhe. Aber ich sehe hier irgendwie keinen. Also aus der Entfernung sah irgendwas so aus, als ob man da hochkommt. Bist du oben? Ja, bin ich auch. Aber ich meine, hier sind keine Marienkäfer. Ach so. Aber hier ist ganz viel Pancho zu trinken. Ja, Pancho habe ich echt Durst.
Ich hab voll Bock auf Pancho. Also wir könnten unten noch mal, wir könnten noch mal nach Süden gehen und gucken, ob wir da ein Marienkäferchen finden. Boah, aber bei dem großen Sumpfgebiet. Ich bin voll Pancho, ey. Pancho, 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 Pancho. Ja, wo wollt's lang? Ich weiß gar nicht mehr wo. Nach Süden, mein Freund. Einfach nach da. Genau. Boah, hier kullert ja überall das Getränk hier. Echt, ey. Mensch. Leute, Leute, Leute. Leute. Ja, das ist jetzt ein etwas weiterer Weg, ne? Auf der Suche nach einem Marienkäferchen. Weil wir wollen beide eine bessere Axt haben. Boah! Was denn? Schau dir mal diesen Saftknödel an. Ja. Ist halt so, ne? Jo. Vielleicht können die sie später auch diese Fallen spezifischer machen. Mhm. Dass man mit Einfallen, keine Ahnung, Spinnentiere anlockt oder Käfer oder nur Ameisen. Du läufst in die falsche Richtung. Achso, ich hab dich verloren. Wo bist du denn? Da. Ach nee, Wilbur, auf dich habe ich gerade keinen Bock. Ich sagte, ich habe keinen Bock auf euch. Armlänge Abstand, du Wichser. Ach so, hier müssen wir ein bisschen nach links. Also ich weiß nicht, ob hier Marienkäfer sind, aber hier ist Wasser. Ach, halt die Klappe, du Wiebel. Das ist auf jeden Fall ein Arschlochkäfer. Ja, den suchen wir eigentlich nicht. Nee. Den habe ich auch keinen Bock, ich will einen scheiß Marienkäfer. Sind gern im Wasser, am Wasser? Am Wasser und in der Nähe der Eiche. Habe ich gelesen. Ohne Gewehr. Ups. Bin irgendwie ran. Geh hier raus. Oh, ich bin hier in der Nähe von irgendwas. Birke liegen. Mein Radar ist gerade angesprungen. Jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist es wieder da. Oh, hier. Aber wir haben auch letztes Mal keinen Marienkäfer gesehen, ne? Hier ist noch eine Forschungsstation. Oh, und da sind Stinkekäfer. Wow! Warum schreist du? Weil ich gerade voll einem Stinkekäfer fast in die Arme gelaufen bin. Ich habe da nämlich eine Forschungsstation gefunden und dann war da auf einmal ein Stinkekäfer. Cool, hier ist ja ein Boot. Bin um die Ecke gegangen und er hat auf mich gewartet. Ein Blatt, okay. Oh, es sah gerade aus wie ein Boot. Ah, brauchst du noch Beeren? Gerade nicht. Dann lass sie liegen. Hier sind auf jeden Fall Ameisenlarven. Die braucht man für irgendwas. Mhm. Also hier ist zumindest eine ganze Horde Larven. Hier sind Federn. Krähenfedern, aber ich habe nichts dafür. Ja, wir brauchen die geile Axt dafür. Ja, ich weiß. Aber wo sind die fucking Marienkäfer hin? Ich habe nur die Marienkäferbabys gefunden. Seit dem Update kein Marienkäfer mehr gesehen. Gibt's doch nicht. Wollen wir dann dafür die Marienkäferbabys abschlachten? Ah, ich hasse sie. Ja, hier auch deswegen. Außerdem brauche ich einen Kopf. Also, dann vielleicht kommt dann auch der hier Marienkäferchen.
Und noch so ein Rüsselvieh hier. Oh, ein bisschen schlagen und gleich aus der Puste. Hallo Ameise. Meinst du mit Bogen? Erstmal zum Anlocken und dann draufkloppen. Ja. Welchen? Die rechts. Ach, da sind gleich zwei. Drei. Den linken. Okay, noch nicht. Hä? Bleiben ja stehen. Kannst du einsammeln, wenn du möchtest. Ich sammle meine Pfeile ein. Die haben Giftdrüsen. Warum wird das hier schon wieder dunkel? Ja, das gibt's nicht, ne? Oh, da sind noch mehr. Alter, wie viele Larven sind denn da? Das Problem ist, die hängen da nicht fest. Die kommen dann. Oder wir stellen uns dann ins Feld. Hat er dich gesehen? Ja. Aber die greifen nicht an. Hä? Was sind das für Feiglinge? Ah, die holen Hilfe. Alter Schweine, ey. Armeelarven, alter Schwede. Okay, jetzt gehe ich jetzt ab in den Nahkampf. Es sind immer noch ein Haufen. Neben dir links. Ah, verdammt. Ich bin hier ziemlich gut gefüllt. Hier ist auch noch einer. Ich höre aber immer noch Kampfmusik. Eine ist noch da. Tja, wo sind denn deine ganzen Kumpels? So. Oh, da kommen noch zwei. Hinter dir. Noch mehr? Alter. Bin voll. Ja, dann. Bin auch voll. War immer noch kein dummer Marienkäfer, ne? Nee, ne? Haben die ganzen Kiddies abgekillt, aber. Tja. Marv. Enttäuschend. Jo. Aber. Dann das nächste Mal können wir ja im Westen gucken. Mhm. Dann lass uns mal zurück. Ja. Mit was bin ich denn überhaupt voll? Ach, mit Essen. Mit Weevil und so ein Zeug. Na, hoffentlich. 6 Stück. Noch gut. Achtung, rechts sind wieder Larven. Nee, jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr. Stinkekäfer sind das, Stinkekäfer. Ach so, ja, die sind da bei dem Dings, bei dem... Die halten ein bisschen... Forscher-Dings. Die halten ein bisschen mehr aus. Ja.
Ich weiß, dass auch ab und zu dabei der Mystery Machine ein, da ist doch ein Stinkekäfer. Bei der Mystery Machine sind manchmal... Ja, bei der Mystery Machine. So ein... Aber ich bin voll. Ja, ich auch. Wir müssen erst nach Hause und dann können wir gerne mal zur Mystery Machine. Okay. Wenn die Sonne mitspielt. Ja, oder wir schlafen dann einfach kurz. Oh Gott, ich muss was essen. Das mache ich, wenn ich zu Hause bin. Naja, ich hätte, glaube ich, fast nicht bis nach Hause überlebt, wenn ich nichts gegessen hätte. Oder ich trinke hier einfach 5 Liter Saft. Das kannst du auch. Hat mich aber nicht so satt gemacht. Ach, ich muss auf. Bin auf Y gekommen oder so, hm? Ich habe keine Symbole gesehen. Solange du mich siehst. Genau. Da brauche ich die nicht immer so blind hinterherlaufen. Ameise. Alte Basis. Ach, ja. Wollte ich gerade sagen, wir sind an der alten Basis. Mit ganz viel Saft. Ihr scheiß Kleeblätter! Ja, der Klee ist aber für Gegner gut. Ja, ich weiß. Wenn er aber mir im Weg ist, ist er nervig. Oh, Spinne. Ja. Mal dringend das Gras gemäht werden. Ja, da kommt man auch nicht immer so semi-gut durch. So, zwei Viecher werden gebraten. So. Brauch mal so eine Essenskiste oder sowas. Brauchen wir alles eine Kiste. Na, ist das schon fertig? Einläusebraten ist noch für dich da. So. Ich weiß nicht, wollen wir die Nacht verschlafen einfach, oder? Ja, komm, schlafen wir mal die Nacht über. Wo war denn unser Bett? Ja. Bei mir ist, hat sich übrigens noch kein Raum blöd... Stimmt, es hat sich verbessert, ne? Bisher. Ja, wir müssen noch 20 Minuten warten, bis wir schlafen können. Oh. Hüpfen wir ein bisschen doin. Können wir hier vielleicht was Neues bauen? Kleehaube, Kleeponcho, das baue ich mir auch. Scheiß Klee. Oh, 10 Minuten können wir schlafen, Heinrich. Die Marienkäfermaske sieht cool aus. Sieht aus ja. Wie so ein Jason-Käfer-Helm. Ja. Der Minzhammer. So, ich glaube, jetzt können wir langsam schlafen. Der braucht 5 Minzstücke. Hey, I'm gonna fall asleep standing up if we go much longer. Dann ist aber doof. Da brauchst du ja 2 Minz-Dinger für und also Blöcke, damit du so ungefähr 5 hast. Ach, jetzt habe ich schon wieder Hunger. Mist. At least it's clean. Ish. Don't even need to boil it. Fuck, jetzt muss ich aber was. Vielleicht finden wir noch ganz schnell Läuse, dann braten wir uns noch welche. Oh,
Ein, zwei Läuse. Die laufen auch immer so viel rum. Wo sind sie auf einmal? Also ich bin jetzt erstmal satt. Ich habe meine Dings gegessen, meine... Ja, ich hätte es nach dem Schlafen machen sollen. Ja. Ich habe auch nicht dran gedacht. Ach, ich hau mich hier mit Saft voll. Hat auch nicht geholfen. Ich brauche eine Laus. Oder so ein Weevil. Ja, so ist das. Wenn man mal ein Vieh braucht, ist keins da. Oh, das sind Pfeile. Scheiß Minzding. Vielleicht einer bei unserer Falle gestorben? Ja. Ein Schmetterling? Na. Ein Weevil. Hier, Leute. Aua. Boah, hier ganz viel. Wir müssen... Autsch! Fuck, Falle. Wer baut da Fallen hin? Hm. Also, bei der Mystery Machine ist kein, Dingens. Marienkäfer. Ach so. Was schon gucken, okay. Ja. Ich weiß, am Anfang war da ist immer eine lang gelaufen, aber. Tja. Hm. Willst du da machen, ne? Steckst du nicht dran? Nee. Das ist wohl wahr. Marienkäfer schon sind auf einmal mal rare. Ich hatte das Gefühl, dass wir am Anfang alle Nase lang so einem scheiß Marienkäfer irgendwie in die Arme gelaufen sind. Ja, alle Nase lang. Das ist wohl wahr. Stinkekäferparty, die brauche ich nicht. Oh, hier ist noch eine Wolfsspinne. So, ich bin jetzt einsatzbereit. Oh, ich laufe hier gerade so ein bisschen planlos durch die Gegend, aber ich habe doch eine Wolfsspinne gefunden. Bei der Falle wieder, oder? Nö, nö. Ja, ohne Vorteil kämpfe ich nicht gegen die Wolfsspinne. Dann müsste ich ja spinnen. Mist. Wo ist denn hin? Dann komme ich mal so langsam in deine Richtung. Ach, Mann. Aber leider habe ich hier auch noch keinen Marienkäfer. Ja, pass auf, ne? Dann schreiben sie uns in den Kommentaren. Das weiß doch jeder. Marienkäfer wurden rausgenommen. Zu overpowered oder sowas. Dann müssen sie auch die Rüstung rausnehmen. Das stimmt. Jetzt, oh, noch der Wolfsspinne. Die geht gerade schlafen. Also ein zweiter Ort, um die hier zu ernten. Ja. Ich überlege gerade mal. Da, wo ich gerade bin, und bist du aus der Richtung gekommen? Hm. Kann doch nicht sein hier. Dumme Arschviecher.
Achso, die. Ah, das ist die Spinne. Die Kassette haben sie nicht weiter bearbeitet. Hm, du sagst es. Marienkäfer, wo seid ihr? Oh, irgendwo hatten wir doch so eine große Kuhle. Da haben wir auch eine Markierung, glaube ich, sogar hingesetzt. Und da haben wir auch einen Marienkäfer getötet. Ich weiß nicht mehr, wo das war. So, jetzt bin ich hier wieder am großen Teich. Ja, vor irgendwie gefühlt 10, 20 Folgen hatten wir auch irgendwo eine gekillt. Aber ja. Frag mich nicht, wo das war. Na, würde ich sagen, machen wir hier einen Break, oder? Ja. Ich bin auch gerade außerdem zu Hause angekommen. Ist besser, als hier noch 20 Minuten planlos rumzulaufen. Ist auch langweilig zuzuschauen. Ja. Wir schauen nochmal, informieren uns und gucken, wo die Scheißviecher sind. Und wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst doch mal gerne ein Like da oder einen Kommentar oder ein Abo, die es noch nicht getan haben. Ansonsten genau. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und dieses Trampolin haue ich jetzt kaputt. Das steht doof. Scheißding, du. Kannst du das nicht einfach abbauen? Hab ich doch jetzt. Boom. Okay. Ja. Bis dann. Tschüssikowski. Ciao.